Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3. Wir befinden uns in Kessadors Palast und die haben irgendwie alle ganz schön Angst vor dem. Die Tür sieht versiegelt aus. Ich habe ein Bild geklaut. Kann ich hier einfach mal anklopfen? Hallo? The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest. Versuchen, den Text auf der Tür zu lesen. 25, ja, Happy Birthday. Das war zu erwarten. Writing means nothing to you. You can't even recognize the script. There's writing like this all over the palace. Some old, probably dead language of Kazador's. We were strictly forbidden from learning it. Ah, okay. Aber wir können ja uns diese Packe da in der Tür einmal anschauen, oder? Ja. Das können wir. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest. Okay, einen Siegerring brauchen wir mit dem Familienwappen. Dann holen wir uns das doch mal. Ist da eine Tür? Nee. Ach, da hing das Bild, habe ich geklaut. Entschuldigung. Boah, hier darf ich durch, ne? Ja. Hier ist noch eine Tür. Einmal reingehen. Mal denn hier im Büro des Kammerherren. Und der Kammerherr privat. Da will ich zuerst rein, aber der hat bestimmt im Büro seinen Schlüssel. Elegante Robe. Sitzt der da? Nee. Nehmen wir einfach mal mit. Das kennen wir ja nicht. Ach, hier ist noch mehr. Königin der Bosse. Die Söldnergesellschaft der Flammenden Faust hat offenbar sehr viele Informationen über Neunfinger und ihre Bande gesammelt, die auch die Gilde genannt wird. Ein Grobian namens Tuskrond bewacht einen Eingang und an diesem Kerl zeigt die Faust großes Interesse. Es gibt hier sogar sehr detaillierte Einzelheiten zu den Schlägern der Gilde, durchzogen von einem spöttischen Ton, wie dir auffällt. Die Faust hält Tuskrond und Verbrecher wie ihn offenbar für nicht sonderlich helle. Nicht das schärfste Skalpell im Operationsbesteck. Neunfinger dagegen, von ihr schreiben sie in mürrischen, verängstigten Tönen. Gib mir deinen Schlüssel zu deinem privaten Gemach, aber wir nehmen erstmal das Futterhauptbuch. Ein Hauptbuch, in dem der Bestand der im Scharpalast regelmäßig verwendeten Waren aufgeführt und verfolgt wird, mit Kategorien für Speisen und Getränke, für Bedienstete und Gäste. Reinigungsmittel einschließlich alchemistischer Blutfleckenentferner von Beinhemd, undurchsichtige schwere Vorhänge, Kerzen unterschiedlicher Größe aus gelbem Talg und rotem und schwarzem Wachs. Lederriemen mit Schnallen, Balsame und Öle, regelmäßig zugestellte Exemplare der Zeitung Baldur's Ohr. Und Kammerherr Dufay. Das kurzokuranische Wörterbuch, mit dem wir neuen Dienern beibringen, wie man die Tür zum Ballsaal öffnet, ist verschwunden. Mein Siegelring allein reicht nicht aus. Die Bediensteten sollen sich um das Problem kümmern. Ich bin ja kaum dafür zuständig. Gott ey. Die Notiz wird in einer der anderen Handschrift fortgesetzt. Gott ey. Die Diener und ich sind mit den Vorbereitungen für das Fest des Meisters beschäftigt. Bewegt eure Knochen aus dem Zwinger und durchsucht jeden einzelnen Raum auf der Vampirbrutebene und zwar schnell. Findet dieses Buch. Okay, wir brauchen das Buch, weil da können wir uns das Ganze übersetzen, was da drauf steht. Und wir brauchen den Ring, weil nur das Buch, wie wir gerade herausgefunden haben, reicht nicht. So, dann knacken wir einmal diese Tür, damit wir den Schlüssel nicht finden. Machst du nichts, musst du gucken zu. Wir brauchen eine 20, wenn das jetzt nichts wird, hauen wir die einfach zu Brei. Aber wir haben es geschafft. So. Er ist tot. Können wir die Tür vielleicht schließen hinter uns, damit das nicht ganz so auffällt, dass da ein Toter liegt, bitte. Einmal looten, hat nix. Und einmal mit dem Leiche zu stark beschwert. Was haben die denn mit dem gemacht? Der stinkt doch nur ein bisschen. Oh. Ich glaube, von dem ist nicht mehr allzu viel da. Kleiderschrank. Weil hier haben wir noch was drunter liegen, wenn Jahira nicht so fett wäre. Dufays Tagebuch. Tagebuch von Antwin Dufay, Kammerherr von Kessadors Palast. Auf der letzten Seite steht geschrieben.
Ich weiß genug darüber, was der Meister mit seinem Ritual vorhat, um mich zu verweigern, als Ersatz für dieses vermisste Bulk Asterion zu dienen. Selbst wenn Ketterdorn meinen Körper findet, sollte Beinhemds Trank eine überzeugende Illusion des Todes vermitteln. Vor allem, weil ich einen ähnlich aussehenden Trank mit Säuregift zurücklassen werde. Nur um die Liebe, Luriana, tut es mir leid, doch ich kann ihr das Geheimnis meiner einzigen Fluchtmöglichkeit nicht anvertrauen. Wenn der Trank nachlässt, wird Ketterdorn aufgestiegen sein und meine Dienste benötigen, oder er wird nicht mehr existieren und die Herrschaft über den Palast fällt mir zu. Das war ja nicht ganz so schlau, was du da gemacht hast. Ich würde sagen, du hast den falschen Trank gesoffen. Können wir das mitnehmen? Die Quartasune lesen. Ein Auszug aus Die Quartasune, ein Ratgeber von Sexualität, Erotik und emotionaler Erfüllung mit detaillierten Schaubildern auf jeder Seite. Auf eurer Reise zur sinnlichen Harmonie müsst ihr jede leidenschaftliche Begegnung als Tanz behandeln. Eure Bewegungen sollten vom einen zum anderen fließen wie ein Fluss durch die Berge. Es wäre beispielsweise unangenehm für euch und euren Partner oder eure Partner, je nachdem, geradewegs von der Grottenschraubbiegung in den Unterreich Würgegriff zu wechseln. Alter Schwede, das klingt ja brutal. Stattdessen sollten nach anstrengenden Stellungen sanfte Folgen, beispielsweise Faden durchs Gewebe oder der transitive Ebene. Die transitive Ebene, die ist sehr gut. Nach dem Unterreich Würgegriff wechsle ich grundsätzlich auch immer durch zu dem Faden durchs Gewebe. Immer. Wichtig ist es auch, die Fürsorge vor eurem Partner nach der Begegnung als letzten Schritt dieses Tanzes anzusehen. Hinweise zu Duftölen für erschöpfte Muskeln, Teemischungen für einen rauen Hals sowie Massagetechniken sind in späteren Kapiteln zu finden. Das nehmen wir mal mit, das können wir vielleicht gebrauchen. Wer weiß, wer weiß. Und da ist auch schon die Seife. Ach, Shahira, du nervst mich. Irgendwann lasse ich dich doch zu Hause. Aber wir wollen noch an der Truhe dran, weil da ist immerhin ein bisschen Schleim, Lazulit und Gold. Ach, wir lassen die Bilder mal Bilder sein. Also gut, er ist Matschekuchen. Ich weiß nicht, ob er sich vertrunken hat oder was auch immer er gemacht hat. Aber wirklich helle war er nicht. Da ist das. Da sind wir durchgegangen. Dann gehen wir weiter runter. Wir laufen ja einfach durch Ketterdorns Palast und keinen interessiert. Das ist schon irgendwie eigenartig. Aber gut. Warum? Das sehe ich anders. Ach, da liegt Victoria. Was denn, viel Schaden? Kann ich da einfach mal rein? Victorias Nachricht. Victoria denkt dran, das Buch in der uralten Sprache zu lesen. Ihr werdet einige der Vokabeln benötigen, um euch im Palast frei bewegen zu können. Vater. Kann ich den bitte mal ausmachen, den Modus? Ich werde schon nicht sterben. So. Dalirias Tagebuch. Dalirias privates Tagebuch. Bevor ich zu Daliria Vampirbrutsklavin von Ketterdor Saar wurde, war ich Dr. Daliria, leitende Parlamentsärztin von Baldur's Gate. Gutling hin oder her, ich bin immer noch Dr. Daliria und werde meinen niederen Status nicht hinnehmen. Alle glauben, Vampirismus sei ein Fluch, aber meiner fachlichen Meinung nach handelt es sich um eine Krankheit, die demzufolge also medizinisch behandelt werden kann. Ich glaube, die Vampirismusinfektion lässt sich durch eine reichliche Infusion mit frischem, jungem Blut eindämmen, was meinen Körper in die Lage versetzen würde, sich selbst zu heilen. Es gibt ja eine potenzielle Quelle solchen Blutes, nämlich Victorias, die noch reinblütige Tochter von Onufrio. Ehe Leon zu einem Vampirsklaven wurde, war er ein Zauberer und er hat uns davor gewarnt, Victoria ins Visier zu nehmen. Er hätte sie für den Fall eines Angriffs mit einem Gegenfluch versehen, sie sozusagen zu einer nekrotischen Falle gemacht. Ich glaube, dass Leon blufft. Der ist super, du Nase. Siehst du, was er davon hattest? Er ist tot. Ja, ist ja gut, schreibe ich die an. Kann man das vielleicht mal wegmachen? Untersuchen. Diese verfluchte Energie zieht bei jedem, der sich nähert, an der Gesundheit.
Haben wir da kein Gegengift für Shadowheart? Du kannst doch alles. Abbild beschwören, Untote vertreiben. Nein. Wunden verursachen ist jetzt kontraproduktiv und nicht das, was ich gerade suche. Gebet der Heilung, Zauberpflanze, nee, schützendes Band, Person bezaubern, nein, 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 nein. Nope. Furcht, Fluch, nee, du sollst nicht verfluchen, du sollst den Fluch wegnehmen. Denken das Geschoss, Mondstrahl, heilende Wunden verursachen, Tote beleben. Nope. Aber vielleicht kann Chihira das. Hüter des Glaubens, Furcht, spurloses Gehen, lenkendes Geschoss. Verwandlung, Fluch, Schutz. Du sollst auch niemanden in einen Schaf verwandeln. Umschlag, Person beherrschen, Äußerlichkeiten, vollständige Genesung. Um sie von Flüchen? Das suche ich doch. Geht er? Ziel darf nicht unbelebt sein. Geht nicht. Okay. Dann heilen wir uns einmal. Für ganz viel, weil wir müssen noch an die Kiste. Wir müssen vor allem diese Kiste knacken. Mit einer 5C. Aber weiter öffnen. Und dann haben wir den Helm des muss ja raus. Ist ja gut. Ja, red mal mit dem. Alles, also nach drei bleiben echt die Leichen alle still. Das finde ich schade. Ach, hier haben wir nochmal Goni-Kleider. Was habe ich da gerade für ein Buch gedrückt, aber zu schnell gedrückt. Ach, wir haben das Wörterbuch gefunden. Das Buch ist ein Wörterbuch des Kurzau-Kuranischen, einer uralten Sprache aus dem fernen Land Karatur. Wenn du durch die Seitenblätter siehst, du, dass bestimmte Worte und Sätze unterstrichen sind, offen, betreten, Vorsicht verboten und versiegelt. Ja, mega gut. Wir haben ein Wörterbuch des Kurzau-Kuranischen gefunden, derselben Sprache, die auch auf der versiegelten Ballsaaltür prangt. Gut, dann einmal alle Hopsaster, wir kriegen noch mal kurz ein bisschen Schaden, ich weiß. So. Tür zu machen. So. Wer bist du? Stehen bleiben bitte. Ah ja. Ist ja schon alle hier ein bisschen irre, ne? Yo. Behind it is the pathetic little cell he throws into when displeased. Wer bist denn du? I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Cody, child. I only did my job. Only kept you in line. Die haben mich irgendwie an Elden Ring. You tortured us. For days at a time. Oh, yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now and you brought me a treat, eh? A new friend for Goldie. Kessel hat mich damit beauftragt, Estherion zu farmen. Ich bin hier, um ihn abzuliefern. Ah, ein bisschen wenig, glaube ich. Also heute habe ich es damit immer ein zu wenig zu würfeln. Aber hey, ein bisschen Inspiration hier schadet ja nie. Zack, mach mal ein. Da haben wir's. But you're too late to see the master. The doors are sealed. He will not
be disturbed. Doors can be unsealed. Do you have the key? Perhaps. But the master ordered the doors closed until he was finished. Goaty will not open them for anyone, much less for you. Die mögen sich ja richtig. Euer Meister braucht es Tyrion für das Ritual. Er wird außer sich sein, wenn ihr uns nicht zu ihm lasst. Eigentlich schon, ne? Mit 20, das wird schwierig. Ah, okay, wird's nicht. Hab nichts gesagt. Na, sehr überzeugend. Weiter. Goaty was wondering about that. Goaty knows the master was searching for Astarion. He must have forgotten Astarion was lost. Ja. Here it is. Danke, Goaty. Jetzt stirb. Now go to him. Help him achieve his destiny. Gegenstand erhalten. Wieso hat der den eigentlich? So, machen wir mal die Truhe kurz auf. Was haben wir hier? Ah ja. Rostiger Dolch, rostiger. Damit wurden die gefoltert. Mit Dolchen und Skalpellen. Was für Affen. Euer Gott, ihr macht ja nur seinen Job, deshalb werde ich dem jetzt erstmal nichts tun. Wie viele Türen sind denn hier? Brutling, Schlafkammer, Grünfarm. I must be busy. Busy, busy, busy. Master might see me. Master might approve. Ja, der ist schon sehr ängstlich. Okay, wenn man für einen Vampir. Wenn man Vampiren dient, ist das wahrscheinlich so. Tablett mit Schwemm. This is where the spawn were kept. When we were getting neither the carrot nor the stick. Violets Tagebuch. Hihihi, der Knoblauch in Jusens Bett hat ihn einen fiesen Ausschlag beschert. Schied ihm recht, weil er so ein Jammerlappen ist. Wenn ich doch nur an diesen Snob Leon und seine Göre von Tochter herankommen könnte, aber sie wird beschützt. Katador muss einen besonderen Plan für die kleine Victoria haben, aber welchen? Ja, kein mehr, die ist tot. Auserwählter Brutling. Leons Tagebuch. Tagebuch von Leon Onufrio. Letzte Seite. Seit der Meister mich verbannt und dazu gezwungen hat, Victoria in den Palast mitzunehmen, muss ich sein bester Jäger sein. Nur so kann ich bei meiner Tochter bleiben und sie von den anderen Brutlingen fernhalten. Mir gefällt es nicht, wie Violet sie ansieht, überhaupt nicht. Als ich den Meister fragte, was er mit Victoria vorhat, schenkte mir Katatonien dieses böse Lächeln. Wenn ich das nächste Mal auf die Jagd gehe, muss ich mit Figaro sprechen, um den Handel für Victorias Fluchtverkleidung abzuschließen. Wenn bis zu diesem Ritual, von dem Meister spricht, nur genug Zeit ist. Okay, Seife nehme ich jetzt mal nicht mehr mit. Die Tortendinger auch nicht. Okay, gehen wir hoch, machen die Tür auf und hauen Katador einen auf die Mappe. In diesem Häuschen der Lust. Oh, hier ist noch das Gästezimmer. Das hätte ich ja fast übersehen. Da müssen wir noch rein. Nein, ich weiß ja, dass da der Fluch drin ist. So, habe ich noch eine kurze Rast. Jawohl, einmal vollheilen alle. Und lustig. Ne? So. Big Safe. Und dann rinnen in die gute Stube. The door remains sealed, with naught to see but strange writing and a small hollow. Looking closer, you recognize the writing. It's the same Kozakuren script from the dictionary you found. Den Sasigering gegen die Vertiefung drücken und die Tür in Schrift laut vorlesen. The ring slots perfectly into place, and the door swings open. So, guten Morgen.
be here. No one in, no one out. You're new. Cazador never kept guard dogs before. The runaway spawn. You reek of the Master's scent. Come with us. Come to Master. Excuse me. I will not be ordered around my own house by some blowing mutt. We bring you to him. We get his favor. Oh, sind das wieder viele. Gast. Ach, die haben die hier alle getötet, oder was? Okay. Gucken, wo jetzt hier. Da sind einige. Das heißt, wir gehen da mal mit dem Jean zuerst hin. Ach, der ist ja eh tot. So, da haben wir den Weißnebel. Ja, komm. Ah, der hat nicht ganz gereicht. Aber Shadow Heart darf auch noch. Lass das mal für den Kampf mit Cazador gleich. Benutzt jetzt hier mal nicht allzu viel. Der Jean ist ja da, das heißt, wir töten einfach Weißnebel. Und belassen es erstmal dabei. Ah, hier sind die ganzen kleinen Viecher noch. Ah ja. Brauchen wir nicht. Vera ist ganz zum Schluss. Wilhelm. Ach, Wilhelm ist auch am Start. Vorübergehend feindlich gesinnt. Ah, das war eine kurze Unterbrechung. Ihr habt aber nichts verpasst, außer die Angriffe. Niemand ist gestorben, nichts ist passiert. Und weiter geht's. Oh, was wollte ich denn machen? Genau, den Bau. Oh. Okay, warte mal, wir machen den weg. Dann machen wir den weg. Und dann machen wir den. Betäuben wir den. Dann gehen wir in den Bau. Treffen wir. Okay, wir treffen. Hier treffe ich mich selbst auch. Aber ich glaube, ich kann mich damit gar nicht treffen. Dann. So oder so. So. Guten Morgen. Da haben wir einen davon, der da oben ist. Ne? Und hier haben wir noch Blutzahn. Noch mit den zuerst weg oder den? Noch mit den zuerst weg, glaube ich. Pieks. Und dann pieksen wir nochmal. Und jetzt wieder weg. Nein, ich brauche eine kurze Rast, damit ich das wieder machen kann. Na gut. Stecken. Let's have a little fun. Oh, next round. Jetzt ist Blutzahn an der Reihe. Inka. Warum nicht? So, unser Jean-Freund kann hier hin. Ja, ist nicht schlimm. Ja. Die 10 Schaden. So, und dann können wir mal gucken, dass wir alles treffen außer uns. Jawohl, genau so. Dann war es das nämlich auch gleich mit Blutzahn. So, ja, die Fledermaus hat. Wenn ich da jetzt weglaufe, haut die mich, ne? Also machen wir die Fledermaus eben tot. Machen Blutzahn tot. Und machen den da hinten. Komme ich dran? Yes. Nein. Schade.
So, ach, hier ist der noch. Der muss auch noch weg. Ihr leuchtendes Geschoss, der Stufe 3. Was ist das? Hat leider nicht ganz gereicht, schade. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben den. Dann machen wir den als erstes. Wir klatschen für den ein paar Mal in die Hände. Nämlich so. Da sind noch ein paar Ratten, die kriegen wir mit dem Bau weg. Und der ist aber auch gleich weg. Ich darf den Bau gar nicht machen, weil ich nicht mehr genug Bewegungsrate habe. Dann machen wir so. Und hauen ihn kurz weg. So. Also jetzt halt noch die Ratten. Aber da komme ich eh nicht hin. Das heißt, wir können schießen. Ich komm nicht dran. Oh, so, jetzt aber, ne? Ja. Das war wieder eine Ratte. Dann darf der Jean auch noch eine töten. Und die letzte. Weg. Oh, den haben sie, den Festgast haben sie getötet. Dürfen wir mit dem Pläuschen halten. Ja, dürfen wir. Dann sag mir doch mal, wer du bist. Als hatte ein leitender Angestellter hier zu suchen. Enjoying party, drinking, talking. Ah ja. Und wer hat euch getötet? Wolves arrived when our host left, slaughtered us. Wer war denn noch hier? Okay. Und wohin ist der Gastgeber gegangen? Took most beautiful people away. Never saw again. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okidoki. So, gucken wir mal, dass wir die Wölfe, ob wir hier überhaupt irgendwas looten können. Es sind ganz viele tote Festgäste. Kann ich hier mit jedem reden? Ich kriege euch. Sensei, ich wurde eingeladen, heute Abend auf einer Feier im Ballsaal des Saarpalas zu spielen. Zeigt dem Kammerherrn an der Tür diese Nachricht und er wird euch hereinlassen, damit ihr euch mir anschließen könnt. Tragt euer bestes Kleid. Kalira. Können wir mit der auch reden? Hier ist noch ein toter Festgast. Können wir mit dem reden? No. Okay, wir haben zufälligerweise den ersten getroffen, mit dem wir reden konnten. Baldur's Gate, Ratgeber für Tavernengelage, das kennen wir schon. Bürokorridor. Mal da mal rein. Ich denke nicht, dass wir hier überhaupt irgendwen großartig looten können. Wilhelm und Dingensens haben wir getötet. Ja, Wilhelm und... Oh, guck mal. Schlüssel zur Festungsmauertür. Okay, nehmen wir mit. Was hast du? Nichts. Dann gehen wir einmal zum Bürokorridor. Podest? Einmal umschauen, ist keiner umschauen, was ist das? Stand on a clean metal platform. A beautiful but antiquated elevator. There are some scuffs to show its age, signs of things dragged onto it over the years. But it seems to be in good working order. What in the hells? I never knew this was here. This was always Cazador's private quarters.
Only he ever came in here. Well, him and the unfortunate souls we brought to feed him. In die Tiefen des Palasts hinabsteigen tun wir, aber noch nicht jetzt. Ich würde mich hier gerne erstmal noch fertig umschauen. Gruppenplaner, Silberglas. Lesen. Das scheint das Arbeitsnotizbuch zu sein, das ein gewisser Kammerherr Dufel benutzt, um Kettetos-Veranstaltungen im Ballsaal der Villa zu planen. Diese Veranstaltungen sind in zwei Kategorien unterteilt. Einmal für eingeladene Gäste, einmal für unfreiwillige Gäste und die Unterhaltung für letztere Kategorie fällt dabei deutlich düsterer aus. Der letzte handschriftliche Eintrag lautet wie folgt. Seine Exzellenz hat ein ganz besonderes Fest angeordnet, ein letztes Festmahl, wie er es nannte. Dies wird meine größte Prüfung sein, doch ich bin bereit. Und auch die Gäste, sowohl Geladene als auch Unfreiwillige, werden gewiss mit größter Begeisterung teilnehmen. Na denn? Na denn, na denn, na denn. So, dann wollen wir... Haben wir hier hinten noch was? Ja. Hier können wir noch rein. Dann wollen wir uns da noch schnell umschauen. Und dann fahren wir runter. Runter in die Tiefen. Hier sind ganz viele Geigen, Flöten. Blattmusik. Das nehmen wir uns gleich mit, natürlich. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier hinten rein. In das Lager. Da ist mich ein Knopf. Knöpfe wollen gedrückt werden. Tür zugemacht? Ah ja. Natürlich. So, was haben wir hier oben? Da ist noch ein Knopf. Knöpfe wollen gedrückt werden. Geht bestimmt diese Tür da auf. Ja, dachte ich mir. Silberglas, ein Weinregal. Ein Gläschen Wein zum Abend? Da würde ich jetzt nicht nein sagen. Auch wenn es noch nicht Abend ist. Was haben wir? Viertel vor fünf. Tarsak 1477. An meinen 13. Geburtstag wurde ich von Onkel Kerador in den Stadtpalast gerufen. Der alte Drossel fuhr mich mit der besten Kutsche zum Schwarzdrachentor, wo ich von Trägern und einer Sänfte abgeholt wurde, um mich durch die Oberstadt zum Saarpalast zu tragen. Der Kammerherr wartete darauf, mich in den Ballsaal zu führen, Entschuldigung, einen für mich mysteriösen Raum, da ich ihn noch nie zuvor betreten durfte. Amanita Saar. Na denn, haben wir noch ein bisschen Kleidung. Wir haben hier den Brief gefunden und das war's. Rostiges Beil. Da hinten ist noch ein Knopf. Dieser Palast, der wimmelt nur von Knöpfen. Drücken. Knoblauch. Vielleicht sollten wir Knoblauch mitnehmen, als wenn wir noch keinen Knoblauch gefunden haben. Ganz schön dunkel in dem Kabuff hier. Oh, Rosé. Geht aber los. Aber hier ist, kann nicht sein, dass wir hier hinten hinkommen und dann ist hier nichts. Als wenn, das glaube ich nicht. Da ist noch eine Leiter. Ein dunkler Raum verhindert, dass ich eine Leiter sehe. Wo bin ich denn hier, Herrschaftszeiten nochmal? Holztruhe. Guck mal, Diebeswerkzeug. Ein Beutel. Warum ist hier ein Beutel? Mit einem Silberschlüssel und einer Flöte. Interessant. Was war das denn? Das ist für ein Geräusch gewesen.
Ja, bald fange ich doch an, mit einer Fackel hier rumzulaufen. Was ist das? What's next? At least things have stayed interesting. Gaul and thy answer. Kannst du jetzt hochgehen, bitte? Ja. Jetzt ist das nicht da. No, never mind. My face protects me. Keep your distance, darling. Let's go. Als wenn das alle braucht. Da war's wieder. Das macht mich irre. Never wanted the easy path. Work to be done. Wo kommt das her? Moment, wir gehen nochmal zurück. Erstmal eine Tür, okay. Da waren wir auch noch nicht drin, da gehe ich jetzt rein, aber. Das ist noch ein Knopf. Schlüssel zu Kassados Verlies. Okay, nehmen wir auch mit. Noch ein Knopf. Okay, da mal die Tür auf und zu. Schatzkisten. 266 Gold. Ja, nehmen wir mit. Hier hat man anscheinend dann eine gewisse Zeit rauszukommen, bevor die Tür wieder zugeht. Hallo. Was war das? Das eine Geräusch. Hier war ich. Ja, doch. Nehmen das jetzt mal so hin, dass ich nicht weiß, was das war. Also, Luke Skywalker. Hier ist noch eine Luke. Ich glaube, da sind wir durchgekommen, ne? Habe ich langsam keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ja. Alles klar. So, da waren wir. Befreit den Künstler machen wir irgendwann auch noch. Der ist ja nicht vergessen. Nur ich habe gerade keine Zeit. Oh, hier ist noch. Das sieht mir auch aus wie ein Durchgang. Warum ist der zu? Wie geht der auf? Wo ist der Knopf? Ja, Entschuldigung. Da ist noch ein Hebel. Hebel wollen gezogen, gedrückt oder betätigt werden. Alles klar, die Tür ist zu. Geht die jetzt auf? Ne. Wie geht der auf? Ja, gehen wir mal auf die Bühne. Wo versteckt sich hier? Die Geräusche in diesem Laden machen mich irre. Blattmusik.
Noten für General Sandros Todessuite. Eine Trauerfeier in 3 Teilen. Komme wieder, ich will da rein, allerdings anscheinend nicht jetzt. Weil. Vielleicht hinter dem Schrank. So, ist hier der Knopf. Schade, hätte ja sein können, aber nee. Na ja, gut, gucken wir später mal. Hier war ja sonst, das ist nur der Fahrstuhl. Mach mal, ist die Bürste kaputt, mir egal. Wenn die Bürste nicht die Bürste. Da weiß ich auch nicht, wer das war. Stümperhaft. So wie ich hier gerade suche. Das war genauso stümperhaft. Na gut, fahren wir mit dem Fahrstuhl einmal nach unten. Ja, kennen wir ja schon. Wir wollen in die Tiefen fahren. Anscheinend ohne Jahira. Mein Jahira ist mit dabei. So, Casadors Versteck. Hier haben wir noch einen Wegpunkt. Eine Kristallvase. Eine Grufttür. Eine versiegelte Grufttür mit einem Graben nach Klumpen. Ah. What in the hell? I never knew any of this was here. Toll. Wirklich tolles Terrain. Und ab. Oh Gott. Dann ist das hier groß. Just like the door to the ballroom upstairs, this door features no keyhole. It does have an indentation for a signet ring. Okay, wir können also diese Tür auch aufmachen. The ring slots perfectly into place and the door opens. Der Ring hat perfekt reingepasst. Pungent, musty air. Das ist eine Gefängniszelle. Hallo. Approaching the cells, you're met with hollow-eyed faces. There's an almost physical stink of decay and neglect. Götter dieser armen Leute. Habt ihr früher so gelebt, das Tervian? Wer sind die? I don't even know what this prison is. He hid all of this from me. And the others. Okay. If I had to guess, I'd say they're part of his ritual. But where in the hells do they come from? You. I know you. You're the one from the tavern. You smiled and joked and got me drunk. You're dead. You called me so many sweet things. My name sounded like a lyric on your tongue. Sebastian. You remember me. You were handsome. Shy. You'd never been kissed. You taught me how. And then you destroyed me. It can't be. Beneath the dirt and blood, you notice that every prisoner has a rune carved into their flesh. Seht euch die Symbole an, sie alle haben Namen, Narben. Wer ist das? It's not just him. I know so many of these faces. They're my conquests. I pursued them, seduced them, and brought them to Casador. He told us he was feeding on them, but he turned them to spawn. He turned every last one so we'd have souls for this cursed ritual. How long? What?
How long have I been down here? Wir lassen es Tyrion antworten. 170 years. You were one of my first. My family. My friends. They're gone. You took them from me. You took everything from me. Wir werden euch befreien. Das ist ein dummes Versprechen. Also das ist ein absolut dummes Versprechen, das wir dem gerade geben, weil wie sollten die oben leben können? Naja, gut. Free. We'll never be free while that monster lives. That's why we're here. To destroy Cazador. You can't. It's not possible. Wir finden einen Weg. Wo ist der jetzt? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der? The Grand Chamber. Just ahead. But even if you can kill him, what then? What happens to us? Wir werden euch befreien, das hängt von euch ab. Könnt ihr euren Hunger kontrollieren? I don't know. Trust me when I say I know the feeling, but you can resist the urge. Whatever you do, just do it quickly. I can't go on waiting. We'll be back. You have my word. Okay, da geht's also weiter, wo der Cazador ist. Upsala, ist Tyrion? Nein. Ja, weil ich will mit Tyrion reden, nicht mit dir. Gods above. He kept Sebastian. I should have known what Cazador was capable of. Ah, he's played us for such fools. Not just seven spawn to placate the devil. Seven spawn and 7,000 souls bound to them in blood. Everyone who ever trusted me enough to let down their guard, innocents, idiots, and the unlucky. It doesn't matter. I will need to sacrifice them all if I want to perform the ritual. Ihr könnt sie retten. What's the point? They're as good as dead. I thought they were dead. If they are unleashed, they will cause incredible carnage. They will be ravenous. They must die. Better they serve a purpose. Besteht immer noch Hoffnung für sie? Ihr seid entkommen, ihr habt euch erholt. Das seid ihr nicht, Asturian, nicht wirklich. It should be. I don't want to be like them. They're pathetic. Horrible. Ihr wollt sie also alle töten, weil sie euch an euch selbst erinnern. They do not. That weakness in me is dead. It's dead. I have a higher purpose. Oh, Mama. Hey, you. Come closer. Okay. Oh, God. It can't be. It is you. I knew it. I'll kill you. Once I get out of here, I'll kill you. Ihr seid die Kinder aus dem Lager der Monsterjäger. Camp. Monster Hunters. The Gur Camp. Oh God! My parents' camp. Chessa, focus.
resist the beast inside you. Ah! You promised! It's your fault! You did this to us! Didn't he tell you? He's the one that kidnapped us! He's the reason we're spawns! Ah! I'll kill you! yes. Now that you, mention it, I may have done that. Oh, don't look at me like that. Cazador's orders. Quite the deviation from my usual routine, of course. Capture, not lure. I didn't bring them in with sweet rolls or anything. I really forgot about them. Felt nothing the moment I handed them over to him. Oh. Wir haben ihren Eltern versprochen, dass wir sie retten. Parents. You've seen my parents. Die suchen nach euch. I miss them. I think. Or perhaps it's the hunger. Oh, I don't know. It's so hard to tell. You should go. Leave us here. We shouldn't be out there. We'd hurt our families. Ich werde euch helfen. Wie kann ich euch befreien? Gebt die Hoffnung nicht auf. Behind the exhaustion, starvation and fear, recognition stirs in her eyes. And with it, hope. You really mean it? Cazador's got this staff. It controls the doors. If you get it, you can set everyone free. If you get it, somehow. Sobald ich den Stab habe, befreie ich euch. Good luck. If you fail, well, I suppose we'll be seeing you again in here. Yours neither. Wow. Wow, wow, wow. Unfassbar. Gut, was hinter der Tür ist, schauen wir in der nächsten Folge. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.